Aloha, hier ist Frank der Entspannte und ich bin hier auf einem Wingertshäuschen oberhalb von Selsen und Köngernheim und möchte euch einfach mal zeigen, wofür Wingertshäuschen gut sind, außer um Essen aufzubewahren, Gerätschaften aufzubewahren, Schutz zu suchen. Hier oben hat man nämlich einen sehr guten Blick und gerade jetzt ist nämlich die Zeit, wo die Trauben und Beeren, die Weinbeeren, reifen. Und das lockt natürlich bestimmte Vögel an, insbesondere Starenschwärmer. Und wenn die so einfallen und über einen Weinberg herfallen, dann wird das richtig teuer. Und heutzutage gibt es, ihr hört es vielleicht ab und zu mal, automatisierte Schussapparate, die dann Böller losschießen. Das ist im Prinzip Druckluft, die dann plötzlich freigelassen wird. Damit werden die Starenschwärme vertrieben oder sollen vertrieben werden. Früher jedoch war es auch so, dass beispielsweise auf so einem Wingertshäuschen hier oben drauf ein Geländer war und damit man hier hochkam, gab oder gibt es eine Leiter und dann stand hier oben der Wingertschütz. Schütz auch vom Schießen und auch vom Schützen. Das heißt, er hatte dann irgendeine Art von Schussapparat dabei. Und wenn er dann gesehen hat, dass die Starenschwärme ankamen, hat er losgeballert, um die Starenschwärme zu vertreiben. Tja, Geschichte erleben mit dem Entspannenden hier in Rheinhessen. Aloha!